Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fironix Esports Channel. Karlsruhe Karriere und das heute Klappe, die keine Ahnung wie vielte. Ich weiß aber, dass wir heute eine richtig geile Folge vor uns haben. Die vorletzte in dieser Saison im April wartet jetzt Leverkusen, Hamburg, Heidenheim und dann Hoffenheim zum Abschluss. Und vier Spiele in dieser Folge könnten richtungsweisend sein für eine letzte Folge, wo es nach Wolfsburg geht. Zu Hause gegen Union Berlin, nach Mainz und daheim gegen den BVB. Schauen wir nämlich hier auf die Ligatabelle, sind wir komplett oben mit dabei. Zwei Zähler trennen uns und den Tabellenführer aus München, die wir ja unter anderem in der letzten Folge im direkten Duell geschlagen haben. Nicht nur die Bayern 2-1, sondern auch Gladbach und Frankfurt. Das sind drei Siege in Folge. Nicht nur das, es sind mit der vorherigen Folge zusammen bereits sieben Siege in Folge. Es sind acht Siege in Folge mit Leipzig. Es sind 9, 10 Spiele in Folge ohne Niederlage. Es sind sogar 13 Spiele in Folge ohne Niederlage. Die letzte war am 7. Dezember. Und das gegen Leipzig. Ja, und wir sind jetzt hier am 4. April. Es ist eine unglaubliche Serie. Wenn wir schon mal die Chance haben, irgendwo, so lang wie nur möglich, um den Meisterschaftskampf oben ja, mitzumischen, dann wollen wir jetzt auch gegen die Werkself, natürlich gegen Leverkusen selber reingehen, alles in eigener Hand haben. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, nur mal vorausgesetzt, danach Hamburg und Heidenheim schlagen, könnte man gegen Hoffenheim in die lange Simulation und könnte heute ganz, ganz große Schritte und vielleicht auch schon das Ding fix machen, ja, in Sachen Champions League. Aber Schritt für Schritt. Alles erstmal in der Reihenfolge. Und das heißt jetzt hier im Weltpark Karlsruhe gegen Leverkusen. Ein absolutes Top-Duell. Platz 2 der Bundesliga, das sind wir, trifft auf Platz 4 mit Bayern 04 Leverkusen. Wir in den weißen Trikots von links nach rechts. Wir haben Anstoß und haben natürlich unfassbaren Rückenwind. Jetzt auch zuletzt gegen Frankfurt mit dem Last-Minute-Sieg. Das war schon wirklich absolut episch. Und das sind solche Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Und da hat man auch das Momentum. Man hat natürlich auch die Beflügelheit in einer solchen Situation. Und jetzt hier, schaut euch diesen spielerischen Witz an. Diesen Spielwitz, nicht negativ gemeint. Vierte Minute, Radetzky muss sein erstes Mal eingreifen. Und das hat gegen die Bayern schon funktioniert. Wanicek, diesmal Mijowski in der Mitte. Und der Ball kommt durch. Und Grischa Brömmel. Wieder Radetzky. Ja, das sind vielleicht Zufallsprodukte, aber Produkte, die man sich selbst erarbeitet. Sepp Vandenberg auch in der Mitte. Die Chance lebt noch immer. Vielleicht nochmal hoch und dann vielleicht die Idee zur Flanke. Nee, da holen wir uns lieber den Freistoß. Handspiel von Leverkusen. Wanicek, der kann das wahrscheinlich so mit am besten. Wobei, Muslia ist da schon auch noch richtig gut. Wir probieren das einfach mal. Ich bin nicht der beste Freistoßschütze im Spiel, aber trotzdem glaube ich, dass das eine gute Möglichkeit ist. Muslia über die Mauer! Und Zentimeter über die Latte. Das sind 8 Minuten, die gespielt sind. Es gab 2 richtig gute Annäherungen und jetzt auch diesen Freistoß. Also für Leverkusen wird ganz früh klar, das ist wirklich das erhoffte Topspiel zweier Top-Clubs in der Liga. Denn wir sind nicht einfach so auf Platz 2. Wir spielen nämlich genau so. Leistungsgerechte Tabellenposition. Aber Leverkusen ist ja nicht ganz so weit entfernt. Also auch die sind natürlich ein absolutes Top-Team. Und da gibt es auch gar keine Ausreden. Da gibt es gar keinen Wenn und Aber. Ja, also die sind einfach top. Wir machen es halt einfach noch ein kleines Stückchen besser in der Momentaufnahme. Das kann sich hinten raus unterm Strich natürlich noch ändern. Jetzt aber Mijowski, Muslia, guck den Radetzky aus. So, Bayern Torwart, Flanke kommt trotzdem noch. Paul Nebel, oh, ist das geil. Ist das gut gespielt. Aber leider dann ein ja, Haken zu viel. Vorbei am Keeper, war dann aber auch gut von Radetzky, der da wirklich aggressiv rauskommt und uns dann auch darin hindert, dass man problemlos am Keeper vorbeikommt. Also stark vom finnischen Nationalkeeper. Und jetzt aber neuer Nationalspieler hier, Paul Nebel. Und wenn der mal den Turbo zündet, dann wird es ganz, ganz schwer. Paul Nebel, Weltklasse! Und dann Mijowski! Ungeklärt! Im letzten Moment, also bis dahin, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir mit 1:0 in Führung gehen. Es ist ein spektakulärer Start, nur leider belohnen wir uns wieder nicht dafür. Es geht mit diesem 0:0 in die Pause. Es war eine wirklich furiose Anfangsphase zu unseren Gunsten. Leider noch immer die 0 auf der Anzeigetafel. Dann hat sich das Spiel so ein bisschen neutralisiert. Leverkusen hatte mehr Stabilität, wir nicht mehr die Durchschlagskraft schlechthin. Aber das war halt eben auch kräfteaufreibend, was wir da zu Beginn gemacht haben. Jetzt Paul Nebel, der hat eine Idee. Das ist Noah Katterbach, da in der Mitte Mijowski. Flanke aber ein bisschen zu steil, Dingchi. Die Chance lebt aber noch immer. Wanicek, nimm dir doch mal die Kugel. Fehlt wieder nicht viel. 50. Minute, wieder kommen wir gut raus aus der Kabine. Diesmal in Halbzeit 2. Es ist aber natürlich auf Messerschneide. Ja, da, wo das erste Tor fällt, könnte das vielleicht auch schon gleichzusetzen mit der Vorentscheidung sein. Dingchi auf Außen, der hat so viel Tempo. Der Typ ist so stark, Ball in die Mitte. Radetzky aber, was für ein Reflex, was für eine Aktion. Schnell da mit dem Bein raus und klärt die Kugel hier. Ich glaube, der wäre gut gekommen für Paul Nebel und dann wäre es natürlich das freie Tor gewesen.
58. Minute. Die Werkself jetzt über außen. Bichi Abu gegen Frimpong. Der Franzose hat ja auch absolutes Selbstvertrauen. Zuletzt ja auch erfolgreich vorm gegnerischen Tor, nicht nur vorm eigenen. Wir bleiben aber auch in der Defensive immer stabiler. Die letzte Zeit maximal, wenn überhaupt, ein Gegentor. Das ist echt schon richtig stark. Und jetzt kommt wieder der schnelle Erin Dingchi. In der Mitte dabei muss Lia und im richtigen Moment vielleicht Michowski. Das Ding ist aber zuvor abgefälscht von Rüdiger. Schiedsrichter sagt Handspiel. Naja, habe ich jetzt nicht zwingend so gesehen, aber natürlich, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Was für ein Freistoß. Ja, das war einfach zu hektisch. Aber egal, es ist noch eine gute halbe Stunde. Wir haben ja eh keinen Druck. Es ist ja nicht so, dass wir in solche Spiele reingehen und sagen, die müssen wir gewinnen. Aber es wäre natürlich cool. Und vor allem ist es noch absolut im Bereich des Möglichen. Ball nochmal nach vorne. Muslia! Was für ein schlechtes Stellungsspiel der Werkself! Und dann kommt der Ball wieder nicht dahin und daneben. Und was für eine Aktion! Das ist doch faul! Schiedsrichter! Boah, ja, okay, er spielt den Ball, aber trotzdem nur in den Mann. Nebel legt sich die Kugel da eigentlich vorbei und wird dann komplett über den Haufen geschirrt. Also das ist ja wirklich auch verrückt. 73. Minute, auch auf der anderen Seite hatten wir gerade so ein bisschen Glück, dass es hier nicht gefährlicher wird. Jetzt Balleroberung, aber oh, es fehlt dieses kleine Ding. Wenn ich aber, glaube ich, vorher auf Michowski wechsle mit dem Spieler, komme ich da eher an den Ball und kann es dann besser selber steuern. An das habe ich selbst aber so nicht gedacht, habe ich anders eingeschätzt. Toni Rüdiger, wir stehen aber auch hoch, aber auch Leverkusen will den Siegtreffer. Also es ist schon so, dass beide Bock auf mehr haben und nicht nur auf dieses 0-0. 12 Minuten jetzt noch, es kann jederzeit noch alles passieren, auch wenn die Defensivreihen beider Mannschaften eigentlich echt stabil sind. Das ist Paul Nebel und jetzt zündet er den Turbo und jetzt legt bitte die Kugel vor. Paul Nebel und jetzt muss der Ball doch nur noch in die Mitte und dann ist er drin. 84. Minute, Christian Prömmel läuft mit. Der Siegtreffer, noch in Klammer mit einem Fragezeichen, geht aufs Konto des KSC und wir wollen jetzt natürlich in der Defensive die Stabilität auf jeden Fall haben und Nebel ist völlig zu Recht neuer Nationalspieler. Das ist wirklich Wahnsinn, was der Typ macht, was der für eine Entwicklung hingenommen hat. Grisha Brömmel, 7. Tor, 27. Einsatz und jetzt geht Dingchi, dafür kommt Golla, auch was Dingchi dieses Spiel wieder abgerissen hat, bockstark, Chapeau, Hut ab, das sind aber nicht nur die Einzelleistungen, das ist diese Leistung im Kollektiv, ja. Das ist das passende Wort dafür, was hier abgeht, was hier aufgebaut wird in Karlsruhe, das ist der absolute Wahnsinn, dieser Sieg, 87. Minute, Leverkusen vielleicht nochmal mit einer Chance, das ist Wirtz, jetzt ist aber Brömmel dazwischen und dann geht's vielleicht schnell, zu schnell, das hätte man ein bisschen lockerer machen müssen. Die Kugel ist gleich wieder weg. Hier haben wir jetzt Mois Kean, hier haben wir Sepp Vandenberg, der in der Defensive mit dabei ist. Florian Wirtz, ist das eine Chance? Sepp Vandenberg ist da, kommt aber zu spät. Sigi, 91. Minute. Radetzky ist mit draußen, eine Minute angezeigte Nachspielzeit. Die Flanke kommt, der Ball kann hier dann geklärt werden. Golla und dann war es das eigentlich. Das war die letzte Chance. Lässt der Schiedsrichter diesen Konter nochmal laufen? Nein, er pfeift's ab. Es ist egal. Das leere Tor brauchen wir nicht. Siegtorschütze, Grisha Brömmel, Paul Nebel. Aber auf ihn gehen 90% mindestens dieses Treffers. Es ist der absolute Wahnsinn. 1-0 also für den KSC zu Hause auch. Gegen einen Mitfavoriten oben in den Champions-League-Rängen und vor allem mit im Kampf um die Meisterschaft. Wir bleiben mal Minimum 2 Punkte an den Bayern dran. Und wer weiß, was die parallel gemacht haben oder die nächsten Wochen noch machen. Wenn wir zeitgleich gewinnen, könnte man vorübergehend mal von der Tabellenspitze grüßen. Das wäre ein Wunder. Was gegen Leverkusen geklappt hat und zuvor auch gegen zahlreiche andere Clubs, klappt auch gegen den Aussteiger aus Hamburg. Erin Dingchi mit der frühen Führung und dann passiert lange nichts. Wieder Dingchi, 76. Doppelpack vom Flügelflitzer. Kran mit dem Ausgleich. Und 4 Minuten später Sahne vom Elfmeterpunkt. Die Chance aufs 2-2. Der verschießt aber. Und damit Bühne frei für den ersten Dreierpack von Dingchi in der Bundesliga. Überhaupt? Ich glaube schon. Und zugleich natürlich auch im Dress vom KSC, der das Spiel ja heute für uns im Alleingang entscheidet. Also ihn damals in die Startelf zu packen zu Beginn der letzten Folge zum Auftakt gegen die Bayern war eine absolut goldrichtige Entscheidung. Auch gegen seinen Ex-Club aus Heidenheim, wo er damals von Bremen hin verliehen war für ein Jahr. In der Realität wäre der FCH tatsächlich dazu bereit, die Ausstiegsklausel von knappen 5 Millionen für ihn zu ziehen. Ja, da ist er erfolgreich. Stiersleben Führung, Nebel Ausgleich, Benrahma Führung, dann aber Dingchi und dann auch 7 Minuten später Michowski. Der hatte eine lange Durststrecke, fällt mir jetzt gerade auf, weil das Rampenlicht nicht mehr nur auf unsere Sturmspitze liegt oder lag, ja, sondern auch wirklich auf ganz viele andere Spieler, vor allem eben auch die Flügel. Nebel, neuer Nationalspieler, gut, mittlerweile ist er da vielleicht wieder nominiert und Dingchi, wir drehen das Spiel nach zwischenzeitlichem Rückstand in Heidenheim und holen auch in dieser Folge aus den ersten 3 Spielen 3 Siege und die Bayern verlieren in Mainz.
Und damit ist es klar, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt zwischenzeitlich Erster. Und genau so ist es. Es sind noch 5 Spiele. Es sind rein rechnerisch ja nur noch 15 Punkte zu holen. Gut, Leverkusen könnte da noch ein bisschen mit aufschließen. Aber nächstes Jahr spielen wir offiziell in der UEFA Champions League. Und das mit dem KSC. Denn wenn wir jetzt nach vorne simulieren und gleich auf die Tabelle schauen, dann sehen wir hier, dass die Bayern nur unentschieden gespielt haben. Und wir mit einem Sieg auf bis zu 3 Punkte weg könnten von dem deutschen Rekordmeister. Ich dreh durch. Also es ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben 14 Punkte Vorsprung auf RB. Wie gesagt, es sind jetzt dann nur noch 12 Punkte zu holen. Wir sind auf jeden Fall sicher nächstes Jahr in der Champions League. Da können wir einen dicken Haken dahinter machen. Und in Sachen Meisterschaft könnte man hier gegen Hoffenheim in der Langsimulation zum Abschluss dieser Folge ganz, ganz wichtige Zähler einfach. Wildpark, Brümmel ist passend zurück, ja, für das Spiel gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Am Anfang der Saison hatten wir den, glaube ich, nach auslaufendem Vertrag ablösefrei aus Sinsheim geholt. Heute ist er nach jetzt abgesessener, ich glaube, Gelbsperre wieder da. Erstes Chance, erstes Tor. Mijowski, 5. Minute, Tiki-Taka in Karlsruhe. Ob Barcelona oder Karlsruhe, Hauptsache Meisterschaft, Hauptsache Champions League. Es ist unglaublich, ja. Baumanns, Go, Fofana, Salai, Ozan Kabak, John, Abdul Samet, Stach, Becker, Berisha, Jutkla. Das ist eine stabile Truppe. Aber ja, von unserer brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Ihr kennt ja unsere Jungs heute in Blau und Weiß. Aber auch Hoffenheim kommt ein erstes Mal. Mergi Berisha, 17. Minute. Ja, Euphorie so ein bisschen in den Keller geschoben. Der Ausgleich für die TSG. Führung, Muslia, was für ein Strahl. Ich bin ein bisschen später dran, weil ich damit absolut nicht gerechnet habe. Was für eine Bude. Mijowski mit der Vorarbeit und damit pünktlich, ja, kurz vor der Pause gehen wir in Führung in einem chancenarmen Spiel, wo ich ehrlicherweise tatsächlich Hoffenheim so minimal als bessere Mannschaft sehe. Ja, die TSG hier, die sind auf jeden Fall engagierter, die machen das nicht verkehrt. Wir lassen uns so ein bisschen in der Defensive, ja, wie soll ich sagen, reindrücken. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber trotzdem werden wir in der Defensive öfter mal gefordert. Es ist aber wieder weiterhin mal eine erneute Führung und stand jetzt in der Momentaufnahme. 3 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Das ist, es ist unfassbar. Jetzt aber erstmal Hoffenheim. Und von 3 wird es nur noch 1 Punkt. Jutkla. Und das ist das beste Beispiel für das Spiel aktuell. Wir sind in der Defensive nicht da. Wir sind nicht auf der Höhe. Wir machen einen weiteren Fehler, wie auch schon beim ersten Gegentor. Jetzt aber Paul Nebel, nächste Chance. Und dann ist der Ball nicht drin. Oh mein Gott, ich habe den drin gesehen. Ja, nächste Möglichkeit. Also was wir fairerweise richtig gut machen, ist die Chancenverwertung. Wenn wir mal vorne sind, wird es brandgefährlich. Aber genau das trifft halt eben auch auf Hoffenheims Offensive zu. Wenn sie einmal vorne sind, dann gehen die Dinger meistens auch rein. Aluminium Hoffenheim, 85. Minute. Die Ungeschlagen-Serie könnte heute gebrochen werden. Und ein erstes Mal dann auch zurecht. Ja, denn statistisch betrachtet sind die Gäste heute einfach besser. Ja, und das kann man ja auch mal zugeben. 91. Minute. Wir aber jetzt im Ballbesitz spielen wir es nochmal nach vorne. Ja, aber der Schiedsrichter pfeift dann ab mit diesem 2-2. Schmeichelhaft für uns, ja. Geben wir uns aber absolut zufrieden und festigen damit, wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung, tatsächlich die vorübergehende Tabellenführung der Bundesliga. Ein Punkt vor den Bayern. Die nächste Folge gibt es für euch dann natürlich wieder am Mittwoch. Mittwochabend, gute 17, 18 Uhr gegen Wolfsburg, Union, Mainz und den BVB. 4 Spiele. Ja, da haben wir Wolfsburg auf 6, Dortmund auf 3, Union auf 7, Mainz auf 17. Ja, okay. Also, das sind definitiv Punkte drin. Also, schaltet das nächste Mal wieder ein. Da wird es richtig spannend. Da geht es drum. Nächstes Jahr Champions League. Das Ticket ist gebucht. Die Sache ist klar. Ist es dann aber auch die Meisterschaft. Es trennen uns 3 Punkte zwischen Platz 1 und 3, da ist alles möglich. Aber ich glaube, schlechter als 3 wird es nicht mehr. Und es sind sowieso 11 Punkte zwischen Leverkusen und uns, nur noch 12 rein rechnerisch zu holen. Also ihr merkt selber, Platz 3 ist, glaube ich, das Worst Case und da kann man keinesfalls von Worst Case sprechen. Soweit so gut, das war's von mir. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.